Your Turn. Ich bin Katja und hier treffe ich Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt. Your Turn ist das neue Format des Hamburger Verkehrsverbundes. Ich werde hier Menschen einladen, die in dieser Stadt was bewegen, vor allen Dingen auch mit ihnen darüber sprechen, wie bewegst du dich eigentlich? Was ist dein Hamburg für dich in Sachen Mobilität? Heute bewege ich mich mit Johannes Strate durch die Stadt. Nicht nur Sänger von Revolverheld, sondern auch passionierter Radfahrer. Wir sind zusammen in der Stadt unterwegs und es geht für Johannes zum Projekt Musikkinder Dulsberg. Hallo Johannes! Guten Tag! Na? Geht's dir gut? Ja, alles prima. Bei dir? Auch gut. Ja. Ist ja auch ein geiler Tag noch vom Wetter her. Wir beschäftigen uns ja mit der Mobilität. Das hast du ja gehört. Your Turn will auch immer so ein bisschen die persönliche Facette reinbringen. Wie bewegt sich Johannes Strate im normalen Leben? Ach, völlig unterschiedlich. Also ich bin in Hamburg viel mit dem Fahrrad unterwegs, nutze natürlich auch die öffentlichen. Ich habe auch jede Elektroroller-App und Carsharing mache ich auch. Das gibt es ja hier schon seit vielen Jahren. Also irgendwie alles. Also bist du auch ein Mensch, der sagt, ich bin gar nicht Autofahrer, ich bin gar nicht Radfahrer, sondern ich benutze immer die Mobilität, die ich brauche? Ja, ich würde immer fast sagen, ich bin alles. Also ich meine, natürlich habe ich einen Autoführerschein und ich fahre auch weite Strecken mit der Deutschen Bahn und ich fliege auch manchmal. Also ich mache schon irgendwie alles und nutze alle Verkehrsmittel. Und wenn du jetzt mal ein bisschen auf die letzten Jahre, weil du ja Hamburger bist, hast du ja auch ein bisschen verfolgen können, was hier so passiert. Wie nimmst du dein Hamburg wahr? Was tut sich Gutes im Sinne der Mobilität? Ja, man merkt schon, dass Hamburg das auf der Agenda hat. Also irgendwie hat man das Gefühl, jede Woche entsteht was Neues. Irgendwie steht dann eine Rollerfirma, die ich noch nicht kenne oder Leihfahrräder oder was ist das denn für eine Carsharing-Marke. Also da passiert schon viel, aber ich meine, wir sind natürlich immer noch ganz am Anfang und da muss noch viel mehr passieren. Und du bist ja auch Papa. Was wünschst du dir für deinen Sohn in 10, 15 Jahren? Wie sollte Hamburg aussehen? Natürlich nach wie vor so schön. Aber ich glaube, es wäre schon sinnvoll, wenn wir verschiedene Stadtteile einfach autofrei machen. In Ottensen ist ja jetzt gerade der Vorstoß gewagt und ich hoffe, es passiert. Und warum das nicht auch in 20, 30 anderen Stadtteilen? Bei der Vorbereitung war ich sehr froh, dass du genauso ein Kaffee-Nerd bist wie ich und Qualität des Kaffees auch gut findest. Hast du eine Idee, wenn wir jetzt so starten, wo wir einen schönen, guten Kaffee erstmal trinken können? Ja, einige natürlich. Ich kenne die Kaffeeläden dieser Stadt, würde ich sagen. Aber mein Fahrrad steht noch bei Balz und Balz. Das ist mein liebster Laden und da fahren wir jetzt hin. Super, machen wir. Lass uns aber mal kurz hinsetzen. Ich will nicht direkt in die Sonne, ehrlich gesagt. Nee, ist doch gut hier. Ah, wir sind ja gerade am Logo vorbeigefahren. Am Club, wo momentan, ehrlich gesagt, eher diese Art von Musik angekündigt war. Was ist denn deine Geschichte mit dem Logo? Ach, wir haben da früher ganz viel gespielt. So die ersten Bandnächte. Da waren nur 6 Bands und jede Band hat irgendwie 20, 30 Tickets gekriegt, die man dann an die Freunde verkaufen musste. Und haben ein paar Mal mitgemacht, bis irgendwann die Freunde gesagt haben, Leute, also wir können jetzt auch nicht jedes Mal vorbeikommen. Aber war witzig, war eine witzige Zeit. Das ist 20 Jahre her. Das Logo gibt es ja schon ewig, wahrscheinlich seit 40 Jahren. Und wir haben einen leckeren Kaffee genossen. Und ein bisschen uns Ruhe gegönnt sozusagen, uns auch mal hingesetzt zum Kaffee trinken. Was ist denn so von dir ein Ausflugsziel oder wo bist du unterwegs, wenn du auch mal Ruhe suchst mit der Familie? Ja, es kommt immer darauf an. Also Hamburg ist natürlich dahingehend echt eine gute Stadt, dass man schnell raus ist. Man ist ja, weiß ich nicht, im Niendorfer Gehege zum Beispiel ziemlich schnell oder auch an der Elbe oder Alster. Aber wenn wir Zeit haben, fahren wir auch gerne mal auf die Nordseeinsel Spiekeroog. Das ist eine dieser kleinen Inseln da oben und das Besondere ist, dass es da eben keine Autos gibt. Mhm. Und das gibt dir natürlich eine Freiheit, die du einfach leider gar nicht kennst. Ne? Also geht die Tür morgens auf, mein Sohn ist vielleicht 6 Stunden unterwegs und es spielt keine Rolle, er kann machen, was er will. Er hat da einfach viel mehr Freiheiten als in der Großstadt natürlich. Gibt keine Autos, gibt keine Kriminalität und ins Meer, das weiß man dann schon, geht man nicht alleine. Und dann trifft er irgendwie da seine Cousins, Cousinen und Freunde. Und wenn wir nach 2 Wochen zurückkommen, ist der echt immer innerlich nochmal ein krasses Stück gewachsen. Und dann setzt man sich irgendwie ins Auto und fährt los und denkt, meine Güte nochmal, was ist denn das alles so laut? Das fällt einem dann erstmal auf, wenn man das mal 2 Wochen nicht hatte, was es alles für unnatürliche Geräusche sind. Leider. Ja, das habe ich in der Recherche zu meinem Buch auch mit als das, wie soll ich sagen, belastendste Kapitel empfunden, was wir Kindern so antun. Gerade weil wir den ersten Schritt ins Leben applaudieren ja alle Verwandten, wenn das Kind endlich laufen kann. Dann lernt das Kind ja als nächstes sogar schon, pass aber auf. Ja. Und nur 45% der Kinder sind überhaupt täglich draußen, weil die immer von geschattelt werden, ne? Von geschlossenem Raum zu geschlossenem Raum. Auf dem Land
funktioniert das wahrscheinlich viel besser. Ich bin in Bobsweda aufgewachsen. Da bin ich auch im Wald und war stundenlang weg. Und mein Papa konnte auf vier Fingern pfeifen. Das hat er dann gemacht. Dann wusste ich, okay, ich glaube, jetzt gibt's Abendessen. Aber ich habe das immer sehr genossen, so eine Freiheit zu haben. Das hat man hier leider nicht. Da du ja heute auch ein bisschen bestimmen darfst, yes, finde ich der nächste Vorschlag von dir. Was machen wir? Dann lass uns auch ein bisschen Fahrrad fahren zum Klosterstern. Das ist nicht so weit weg, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja? Gut, okay. Sporty okay. Spice. Und während Johannes sein Rad holt, heißt es für euch Kursit. Fun Fact? Bei Your Turn eine feste Rubrik. Was würdest du machen, wenn du Verkehrswende-Senator von Hamburg wärst? Ja, gut, da fällt mir natürlich viel ein. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, Stadtteile generell autofrei machen ist super. Ich hoffe, dass sich das in Ordnung sind, toi toi toi, durchsetzt und dann einfach viele andere Stadtteile schreien, okay, wir wollen das jetzt auch. Generell, glaube ich, die Verbrenner aus der Stadt verbannen, da kommen wir ja nicht drum rum. Ich hoffe, dass der Druck einfach so groß ist, dass das irgendwann passiert, um alleine schon ein bisschen den Lautstärkepegel zu senken. Das ist einfach was, was mich auch total stresst. Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid als Band, aber du auch selber viel mit der Bahn unterwegs. Wie nutzt du die Zeit in der Bahn? Ja, das Schöne der Bahn ist ja, dass man selber nicht aktiv sein muss. Und das sind für mich so ein bisschen die Momente, in denen ich erstens abschalten kann, aber dann vielleicht auch mich langweile und daraus entsteht dann die Kreativität. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich immer mal in der Bahn irgendeine Idee habe. Früher habe ich es mir dann noch romantisch auf den Zettel geschrieben, jetzt mache ich es in die Notizen ins Handy, sind wir doch mal ehrlich. Ja, das ist so ein bisschen die Zeit für mich, in der ich ein bisschen nachdenken kann und einfach ein bisschen zur Ruhe komme. Ja, und jetzt der Punkt, wo ich auch Danke sagen möchte. Ein cooler Tag mit sehr dir. Gerne, ja, danke. Wo geht's denn jetzt noch hin? Ich fahre jetzt hoch an Dulsberg, Straßburger Straße, und besuche da mal unser Projekt vom SOS Kinderdorf. Musik Kinder Dulsberg. Da haben wir schon vor Jahren mit dem SOS Kinderdorf so ein Musikprojekt ins Leben gerufen, wo Kinder eben für einen symbolischen Betrag Musikunterricht bekommen, und das funktioniert total gut. Sehr viel Nachfrage, und wir haben es jetzt seit 5 Jahren durchfinanziert. Cool. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Und danke für die Zeit. Danke. Bis dann. Ciao. Wir bleiben einfach gemeinsam in Bewegung bis zur nächsten Folge.